Tag zusammen, hier ist wieder Ben und ich begrüße euch zu dem weiteren Part von Resident Evil, das Remake für den GameCube. Ich habe mein Büro wieder richtig schön abgedunkelt und den Fernseher schön laut gestellt, damit auch richtig schön viel Atmosphäre eingefangen werden kann. Das solltet ihr nebenbei auch tun, macht einfach das Fenster runter oder wenn es schon Abend sein sollte, dann einfach das Licht aus und nehmt die Kopfhörer auf den Kopf und genießt einfach dieses Spiel hier. Was haben wir das letzte Mal erlebt? Hier in diesem Raum, wo jetzt dieser Zombie hier auf dem Boden liegt. Ja, den haben wir da niedergestreckt, sagen wir mal so. Haben wir Barry getroffen? Der hat irgendein Geheimnis, was er uns nicht verrät. Und wir haben ja auch einen Bericht gefunden über eine Pflanze, die Pflanze 42, die sich hier in diesem Haus aufhalten soll. Und im letzten Part wurden wir auch schon von den Tentakeln angegriffen. Und jetzt wollen wir uns einfach hier rausbewegen. Und ich kann kurz die Karte aufmachen und zeigen, wo wir hinwollen. Wir wollen jetzt als nächstes genau hierhin. Okay, da begeben wir uns doch jetzt auf jeden Fall hin. Ich hoffe, dass sich hier draußen nichts geändert hat. Ist auch eine nette Blutspur da an der Tür. Sieht aus wie eine Hand oder sowas. Okay, sind immer noch Bienen? Oh Gottes Willen. Okay, hier sind immer noch Insekten unterwegs. Das heißt, vor denen hauen wir ganz schnell ab. Ich möchte nicht gestochen werden, habe ich jetzt überhaupt keine Lust drauf. Die sind auch total nervig, weil man die... Ich glaube, die halten sogar mehr als einen Pistolenschuss aus. Und das muss jetzt nicht wirklich sein. Okay, hier ist dieser Tentakel im Boden, wo wir die Kiste draufgeschoben haben. Ich hoffe, dass sie nicht... Gottes Willen! Oh! Meine Güte, das heißt, diese Tentakel kommt also auch aus diesem Loch raus. Das ist ja richtig nervig. Und das heißt, wir sind jetzt auch im vorsichtigen... Ja, Bereich. Das heißt, wir schlucken dieses Kraut hier. Wo wir jetzt hier sind am Anfang. Es wird mal wieder Zeit, einen kleinen Vergleich zu machen zum ersten Teil auf der PlayStation. Und zwar sah das genau so aus. Ich blende das mal hier ein und ja, man sieht, dass die Grafik hat schon ganz schön dazu gewonnen. Es wurde hier viel mehr Atmosphäre geschafft, indem überall diese Spinnweben sind. Das Licht ist viel besser eingestellt, indem es einfach hier dunkler ist und so. Und ein ziemlich großes Upgrade schon. Also es dient wirklich viel der Atmosphäre. Okay, aber egal. Wir wollen uns jetzt in diesen Raum hier aufmachen. Wir haben nämlich den Schlüssel verwendet und brauchen diesen nicht mehr und schmeißen ihn weg. Und jetzt gehen wir hier in den Raum rein und mal gucken, was uns hier so erwartet. Sind nur zwei Räume, auch wieder ein Raum und eine Toilette, oder? So, was ist das denn? Was pendelt denn da? Ach so, okay, da hat einer sich gedacht, ich verlasse jetzt einfach mal dieses Leben und hat sich hier aufgehangen. Aber welch eine geile Kameraeinstellung, also das muss man auch wieder lassen. Oh, schön, dass man hier so gut durchgucken kann. Der verdeckt einfach mal das gesamte Bild und wir haben hier eine Menge Aufblitzen. Was haben wir denn hier so? Oh, wir haben Pistolenmunition, die wir natürlich mitnehmen. Aber wir haben ja auch, glaube ich, noch was anderes. Eine Selbstverteidigungswaffe und ein Selbstmordbrief. 22. November 1998, 9:30 Uhr. Ich musste es tun. Wir rannten vor den Dingern weg und halfen einander zu überleben. Aber dann entwickelte Robert die Symptome. Ich musste es tun. Diese verfluchten Dinger sind bösartig. Es gab keine Alternative. In meiner Lage hätte er dasselbe getan. Nachdem ich ihn erlöst hatte, musste ich ihn im Bad zurücklassen. Nun bin ich wohl der Letzte. Wie konnte das geschehen? Ich werde mir meine Arbeit an diesem Projekt immer vorwerfen. Aber ich werde meine Strafe erhalten. Aus diesem Irrenhaus gibt es kein Entkommen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Alles steht fest. Ich brauche nur noch den nötigen Mut. Dass ich vieles unvollendet lassen muss, bedauere ich sehr. Aber alles ist besser, als einer von denen zu werden. Bitte versteh mich und lass mich mein Leben als Mensch beenden. Auf der Rückseite steht eine Nachricht. Linda, bitte verzeih mir. Okay, das heißt, der Kollege von ihm ist scheinbar noch in der Toilette eingesperrt. Und hier ist ein alter Bücherschrank. In den Büchern handelt es von Literatur und Philosophie. Und wir haben noch mehr Munition hier. Zwei Magazine. Na, wo ist denn das hier schon mal vorgekommen in dem Spiel? Das heißt, diese Selbstverteidigungswaffe, was können wir denn mit der machen überhaupt?
Wir untersuchen mal. Selbstverteidigungswaffe. Eine Selbstverteidigungspistole für 22 Magnum-Munition. Ein Schuss wurde bereits abgegeben. Okay, interessant. So. Wir haben die jetzt aufgemacht und sehen, dass da irgendwelche Munition drin ist. Aber gut, ich habe jetzt keine Ahnung, was das genau soll. Ist auch egal. Wir haben sie jetzt einfach. Und damit Ende. Gut, wir müssen dich jetzt hier leider zurücklassen. Häng nochmal eine Runde rum. Hab ich kein Problem mit. Wir gucken jetzt mal, was dein Kollege auf der Toilette so gemacht hat. Oder was du mit ihm gemacht hast, eher gesagt. Wir sollten gleich in Anschlag gehen mit der Waffe. Oh Gottes Willen! Was war das denn jetzt? Oh mein Gott. Was ist passiert? Ah! Hier ist voller hier ist voll Schmutzwasser. Wollen wir den Stöpsel ziehen? Okay, das Wasser geht ab. Aber ich habe viel mehr Angst, was hinter uns lauert. Irgendwas ist da. Der Kontrollraumschlüssel. Den nehmen wir natürlich auch mit. Und, oi! Der Kollege erwacht wieder zum Leben und... Ja, natürlich reicht es nicht, wenn wir ihn einfach mal kurz das Gewehr in den Rücken jagen. Sondern wir mussten einen Taser benutzen. Aber viel schlimmer ist, die Musik hört immer noch nicht auf und irgendwas ist in dem Raum nebenan passiert. Das heißt, ich glaube, der Typ, der da hing, der hat sich einfach gedacht, ich nehme mich jetzt mal ab oder irgendjemand ist in diesen Raum gekommen. Wir gucken einfach mal. Oh Gott, er hängt auf jeden Fall nicht mehr. Er ist weg. Wie hat er sich denn da selbst runtergeholt? Ja, er ist da. Uiuiui. Okay. Wie auch immer du das geschafft hast. Hier ist meine Antwort darauf. Scheinbar bist du ein bisschen unbeeindruckt davon. Aber mit dem zweiten Schuss warst du durchaus beeindruckt, glaube ich. Meine Güte, wie hat er sich denn da runtergeholt? Auf einmal wacht er auf. Ich meine, den hätten wir jetzt nicht erschießen brauchen. Ne, wir hätten jetzt einfach rausgehen können. Das hätte jetzt auch nicht viel gebracht. Aber, ja, warum denn nicht? Ich meine, die Munition muss eh noch weg für diese Waffe. Auch wenn wir die hätten nützlicher einsetzen können. Aber jetzt wissen wir, dass wir einen Kontrollraumschlüssel haben, den wir einmal untersuchen können. Er hat keine besonderen Merkmale. Aber es ist der Schlüssel halt zum Öffnen des Kontrollraums. Aber den haben wir noch nicht gefunden. Deswegen gehen wir jetzt in diesen großen Raum und gucken, was sich hier drinnen befindet. Und oh mein Gott! Oh! Mistige Viecher auf 6 Beinen, 8 Beinen. Wie viel haben Spinnen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall machen wir den jetzt den Gar aus. Ah, nervige Viecher. Ich bin der Meinung, da kamen aber auch noch so kleine Viecher raus, oder nicht? Wenn man die getötet hat, dann kamen nach einer Zeit kleinere Viecher raus, oder? Was passiert da? Gut, er stinkt nur ein bisschen rum. Er lässt mächtig Dampf ab. Lassen wir. Wir gucken, was hier noch ist. Irgendeine Frau hängt da an der Wand. Ja, schön. Typisch Männer wieder wahrscheinlich. Und hier ist eine rote Öllampe. Sie ist nicht angezündet. noch auffälliger geht's nicht, ne? Eine rote Öllampe, die wir anzünden müssen. Vorher nehmen wir aber dieses grüne Kraut mit. Und bevor wir uns hier weiter in diesem Raum umsehen, denn dieser ist ja noch ein bisschen größer und da oben krabbelt immer noch was an der Decke, holen wir uns das Feuerzeug. Denn dann können wir diese Öllampe anzünden und ja, sparen so ein bisschen Zeit. Ich glaube, Chris hätte von vornherein das Feuerzeug dabei, so wie Jill hier diesen Dietrich immer dabei hat, hat Chris das Feuerzeug dabei. Das heißt, man könnte diese Sachen halt immer sofort anzünden. Allerdings bräuchte man auch ein paar Schlüssel hier und da, um halt gewisse Türen zu öffnen. Okay, diese Selbstverteidigungswaffe, die völliger Schwachsinn ist, glaube ich, legen wir weg. Und die Pistolenmunition kombinieren wir und nehmen auch die Pistole wieder mit. Genauso wie den
Kontrollraumschlüssel. Ich habe immer lieber zwei Waffen dabei und ein bisschen was zu heilen ist, glaube ich, auch nicht ganz verkehrt. Und dann können wir uns wieder hier rausbegeben und sind, glaube ich, ganz gut bewaffnet dafür. Ich glaube, die Spinnen können den Zustand Gift verursachen, deswegen holen wir uns doch ganz schnell auch eine Pflanze hier. Denn da gibt es ja von genügend. Blaue Pflanze kombinieren wir mit der grünen und haben jetzt ein grün-blaues Pflänzchen. Falls es hart auf hart kommt, können wir diese halt immer noch benutzen. Aber so, ja, gehen wir auf Nummer sicher. Es liegen ja noch zwei weitere dort. Und ich glaube nicht, dass wir jetzt so oft vergiftet werden, dass wir alle davon brauchen werden. Okay, die Spinne krabbelt da immer noch an der Wand. Aber wir zünden jetzt erstmal. Oh, ich bin ja auch so doof. Jetzt habe ich mich so lange verplappert, dass ich nicht das Feuerzeug mitgenommen habe. Oh, fail. Kurzer Schnitt, bis gleich. So, mit der Magie des Schnitts haben wir es auch endlich mal geschafft und können jetzt das Feuerzeug benutzen. Ein sonderbarer Schatten schwebt in rötlichem Licht. Was könnte er bedeuten? Achso, dann sieht man ein Augensymbol. Mhm. Okay, ein geöffnetes Auge oder sowas. Okay, hier ist überall nur billiger Wein, den man wohl nicht trinken sollte, auch wenn er da so gut gelagert ist. Aber ich würde ihn jetzt nicht trinken unbedingt. Ist hier noch irgendwo so ein Mistviech, was will, außer diesem da oben? Ich meine, ja, ich sehe dich. Ich kann dich aber sowas von genau sehen. Aber können wir auch schon zielen? Ja, hol mir dich runter. Komm her. Ja, nu? Stehst du da unten, oder was? Ja, dann schießen wir halt von dir. Gut, das war schon. Sehr gut. Problem aus der Welt geschafft. Hier ist eine Anzeige für einen Wettbewerb im Armdrücken. Der Sieger wird für einen Tag zum Boss der Polizei von Raccoon ernannt. Ja, das sind natürlich wunderbare Wettvoraussetzungen. Wer gewinnt, wird einfach mal der Boss der Polizei. Okay. Hier haben wir eine grüne Öllampe. Aber diese ist auch nicht angezündet. Können wir aber ganz schnell machen. Ah, hier ist das Auge, wo man noch die Pupille sehen kann. Bei dem anderen war dies nicht so und die hatte, glaube ich, auch Augenlider. Okay. Und weiterhin ist hier ein rotes Buch. Na, wenn in diesem roten Buch nicht irgendwas Sonderbares drin ist, dann weiß ich auch nicht. Okay, wir haben hier ein Buch mit rotem Einband. Können wir es öffnen? Ein Buch mit rotem Einband, die Seiten sind alle leer. Gibt es dafür eine besondere Verwendung? Ja, die gibt es hier tatsächlich in dem Spiel. Und wir haben hier noch ein, ja, Erste-Hilfe-Kit-Koffer, den wir jetzt nicht mitnehmen können, was ich aber auch nicht schlimm finde, denn, ja, wer weiß, jeder weiß ja, dass wir genügend davon noch in der Truhe haben. Und jetzt haben wir uns, glaube ich, gerade vergiftet. Ja, wir sind super, aber dann sehen wir auch mal, wie dieser Zustand aussieht. Jetzt oben links sieht man Gift und das heißt, ja, wir sind vergiftet. Und können das kurieren, indem wir halt dieses Kraut nehmen. Das heißt, wir dürfen nicht durch diese Kadaver halt von den Spinnen rennen. Oder wenn diese halt noch diese ganzen Ausdünstungen haben. Ich glaube, die sind jetzt auch vorbei. Und man könnte jetzt passieren. Ja, scheinbar. Man kann das ganz einfach umgehen, indem man einfach den Raum kurz verlässt und dann halt, ja, wiederkommt. Ja, also warum man hier so ein... Nanu, was ist das denn? Hielt eine Mischung aus grünem und blauem Kraut. Gut. Scheinbar war da doch nicht ein Erste-Hilfe-Spray drin. Man kann sich ja immer mal irren. Aber wir haben den ursprünglichen Zustand wiederhergestellt, als wenn nichts passiert wäre. Auch gut. Okay. Hier oben ist doch bestimmt auch ein Viech, oder nicht? Nee. Hier ist nichts. Aber da ist noch eine Lampe in der Ecke und irgendein Gitarrenkasten. Er ist aber leer. Und irgendjemand hat Billard gespielt. Okay, ein paar Billardkugeln. 2, 3, 4, 5, 6. Die Reihenfolge scheint keine besondere Bedeutung zu haben. Aber... Ja, was aber? Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall liegt noch die 9 auf dem Tisch. Liegt oben. Aber was hat das wirklich zu bedeuten? Das weiß ich jetzt auch nicht. Okay. Ja, jetzt haben wir es langsam. Wir können auf jeden Fall hier noch die Lampe anzünden. Was wir natürlich auch tun werden. Und dann sehen wir ein
Auge mit einer eher kreisförmigen Pupille und ein paar Augenbrauen. Okay. Ja, was hat das alles zu bedeuten? Das ist eine sehr gute Frage, die ich jetzt nicht beantworten kann. Irgendwas muss es hier noch geben oder so. Hier hinter diesem Brett ist nichts. Hier ist noch ein bisschen Kraut, was rumliegt. Das können wir jetzt leider nicht direkt kombinieren. Das ist ein bisschen doof. Aber kann man halt nicht ändern. Okay. Hier gibt es sonst nichts, außer ein paar Lederjacken, die hier rumhängen. Und diese Wand hier sieht so ein bisschen ominös aus. Ich weiß nicht. Das sieht so komisch aus hier. Sieht aus, als wenn hier irgendwie eine Tür drinne wäre oder so. Naja, kann man nicht ändern. Gut. Ja, hier sehen wir das Auge. Okay, diese Augen haben auf jeden Fall noch irgendwas zu bedeuten. Und wir werden mal schauen, was diese denn genau zu bedeuten haben. Irgendwo müssen wir bestimmt eine Kombination dafür eingeben. Aber wir haben jetzt auch dieses leere Buch. Und das brauchen wir sicherlich auch noch für was. Okay, wir schauen einmal auf die Karte und sehen jetzt, dass wir alle Räume betreten haben. Wir können somit jetzt einfach in die Leiter gehen und kommen dann am anderen Ende raus. Aber in diese Leiter begeben wir uns erst in der nächsten Episode. In dieser Episode haben wir jetzt ein paar Leute erlöst, die eine Runde abgehangen haben. War gut abgehangenes Fleisch und der andere war in der Toilette, während der andere sich selbstständig irgendwie abgehangen hat. Keine Ahnung, er ist auf jeden Fall runter von dem Strick gegangen und haben jetzt auch ein paar neue Gegenstände, die wir dann wohl brauchen werden in naher Zukunft. Den Kontrollraumschlüssel und ein leeres Buch sowie eine Kombination aus drei Augen. Und was es mit diesen ominösen Sachen auf sich hat, das sehen wir dann in der nächsten Episode. Also, schaltet ein, haut rein.